So, jetzt sollte das Ganze besser sein. Wait a second. Das hier, das hier, das hier und geht gleich weiter. Das sollte jetzt passen. So. Und Ton an. So. Schnief. So, gucken wir nochmal ins Inventar. Was haben wir hier alle? Beruhigende Baldrian-Tropfen. Was war jetzt eigentlich das, was ich machen wollte? Gehen wir erstmal ins Tagebuch. Tagebuch. Jerry hat die kleine Ursula-Eule vor einer wilden Krähe gerettet. Jo, das war. Plato, der Briefträger, kann Einladung für dich verschicken, aber sein Fahrrad ist festgefroren. Okay, das müssen wir noch wegfrieren. Wegtauen. Spitzweg wartet auf sein Boot, das von den Igelbrüdern. Genau, deshalb müssen wir in den Zwerg. Die Zwerge liefern keinen Blausaft. Was ist dort nur los? Suche im ihr Haus jenseits der Kaltwasserbrücke tief im Dunkelwald. Das machen wir gleich. Du hast eine uralte Einladung und eine magische Briefmarke bekommen. Doch wie sollst du die denn nun an alle Mauswalder verschicken? Das ist noch so random Rätsel. Lauser fürs Wipfelfest. Genau. Wie komme ich wieder raus? Zurück. Weiterspielen. Danke. Jo. Die Boots. Die kleine Ursula hat ja alles durcheinander gebracht. Der Hase hier sollte eigentlich den Abwasch machen, ne? Faule Socke. Jetzt gehen wir mal drüben zum Wald und gucken mal nach den Zwergen. Da lang. Das kleine Kind hier ist weg, was ich, ja, einen mitgeben wollte. Schade. So, hier haben wir Plato, den Frosch. Den geht es da nochmal jenseits des Baches. Nee, wir gehen da drin. Wir gehen dorthin. Ja, da ist ja das. Oh, warte mal, was ich ausprobieren wollte. Genau, wir haben hier. Ruhe. Hey, wir haben ja jetzt hier unsere Beruhigungstropfen. Können wir die in den Kaffee machen? Ein paar Tropfen sollten reichen. Ja, nur wofür? Wen muss ich damit. Interessant. Kalter Kaffee mit umgekehrter Wirkung. Ih, kalter Kaffee. Das will doch keiner. So, jetzt bin ich hier unten. Jetzt gucken wir uns mal die Notiz an. Da steht etwas auf dem Zettel. Quarantäne. Unser Mitbewohner Steinberg-Waldzwerg leidet an einer schlimmen Krankheit. Er ist grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Und jetzt ist er auch noch krank und hustet und niest. Nicht stören. Bis zum Ende der Quarantäne zelten wir tief im kalten Wald auf matschigem Boden. Deshalb sind wir grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Blausaftproduktion wird ausgesetzt, bis Steinberg wieder gesund ist. Schmiedeeisen und Holzer, Waldzwerge. Okay, der Scheiß, wir Wenn man größer ist als eine Maus oder als ich, könnte man es glatt übersehen. Aber es ist da, versteckt zwischen Baumwurzeln und Moos. Alles klar. Abgeschlossenes Grundstück. Das heißt, wir müssen noch irgendwie die Zwerge finden, ne? Lauf, lauf, lauf. Überflutetes Gebiet, da können wir nicht hin. Alles überflutet. Frostfahrrad. Das müssen wir noch auftauchen. Wir haben nichts zum Auftauen. Alles klar. Werbung. Immer toll. Pilze.
Das sieht aus wie eine kleine Treppe. Aber die Pilze müssten noch ein ganzes Stück wachsen, damit ich am Baumstamm hochlaufen kann. Dann könnte ich auch nachschauen, warum es dort oben schneit. Das wäre ein Job für Timo, dem alten Pilzeverteiler. Unförmiger Stein mit Muster. Sitzt ganz fest. Sitzt ganz Keine fest. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. Ich bin besser vor. Ja, vorsichtig mit dem Ding. Puh. Hagebutte. Können wir damit? Das gehört den Igelbrüdern. Oh, das gehört den Igelbrüdern. Ja, ja. Aber du hast es. Ja, nicht die Igelbrüder. So, was ist das da? Eine Sie. Oh, die ist ganz leicht. Ah, ja. Okay, ich dachte, das soll man damit jemanden zum Anklicken rufen? Sorry. So, und du hier? Was hast du hier? Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Nicht so, wie du sprichst. Okay, verdächtiger Typ. Ganz verdächtig. Wir haben glänzende Fische. Die behalte ich besser, okay. Warum habe ich die das erste Mal noch nicht gesehen, wo ich hier war? Gestern. Da haben wir den großen Welsch. Turm. Jetzt. Wir haben hier Kaffee. Beruhigenden Kaffee. Aber du bist ja schon beruhigt. Geht das? Nein. Jo, hätte ich auch gesagt. Geht das? Du kriegst jetzt beruhigenden Kaffee. Nein. Oh Mann. Vielleicht kriegst du gleich beruhigenden Kaffee. Genau. Komm her. Warte mal, ich mach mal das Game ein bisschen lauter. So. Ganz leicht. Ganz sachte. Ha, hi, Mäuserich. Möchtest du vielleicht Kaffee? Wenn du fertig bist mit Tür abschließen? Kaffee? Nein. No. Der Kaffee? Nee, der hat ja schon. Nein. Ich weiß. Rügen wir bald wieder einen Tropfen. Immer noch bald wieder einen Tropfen. Für wen könnten die Baldrian tropfen? Nein. Mello. Weil der so hübelig ist und dauernd tanzt. Und hier, der Marquis. Und unser Lehrer. Nochmal wegen den Vorbereitungen fürs Wipfeln? Nee. Ich muss. Ja, Blausaft bekommen, damit die Leute schön blau werden. Ich mach mich dann mal wieder. Ich habe keine Ahnung, wo die Zwerge sind, weil die sind ja ausgewandert in den tiefen Sumpf. Wegen. Ja. Meinungsverschiedenheiten. Weg durchs Gras. Seid ihr hier tief im Wald vielleicht? Hallo. Zwerge? Nee, hier ist nur eine Spinne. Und die Fette hier. Ne? Merkwürdiger Kristall. Gibt's hier Geister? Nö. Keine Geister. Dann gehen wir wieder zurück. Alles klar? Oh. Tropfen. Ich sehe einen Tropfen. Da. Tropfen. Nein! Hey! Das zum Wiesbaden. Schön, dass das da steht. Ich will nur den Tropfen hier. Danke. Noch so ein Tropfen. Jo. Sag ich doch. Warte mal, ich will nach Geistern suchen. Warte mal. Da habe ich was gesehen. Was ist das? Geh da weg. Was ist das? Ha, wusste ich's doch. Das kannte ich anklicken. Noch so ein Aufkleber. Juhu. Um deine Sammlung anzusehen, öffne das Inventar.
im Spielemenü und klicke auf Bonussammlungen. Juhu. Alter, ich soll auf Bonussammlungen klicken. Da, Bonussammlung. Sticker. Erstmal. Vertickt Schokopudding wie ein Blitz. Hm. Schnecke. Hm. Okay. Nee, weiterspielen. So. Hm. War da irgendwas? Hm. Gehen wir mal weiter. Litfaßsäule. Hm. Hier gibt's auch nichts. Na? So, hier sind wir bei den Spitzenmäusen, die mir irgendwas andrehen wollen. Ich aber kein Geld habe für euch. Willst du Kaffee? Nein. Okay. Nicht da lang. Eine dicke Kristallstatue. Hm, vielleicht mag ja der Kobold Kaffee. Vielleicht. Nein. Oh Mann. Ja, noch so ein Trap wäre ja ganz lustig gewesen. Hm. Das darf Nein, ich ja ich auch bin nicht besser machen. Vorsichtig mit dem Ding. Das habe ich schon versucht. Hm. Wir müssen irgendwie den Kobold fangen. Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos. Ja, ja. Schon klar. Hm. Mag der glänzende Schuh? Überhalte ich besser. Mag der nicht. Okay. Aber man muss ja ausprobieren, ne? Schöner Garten. So. Nur gucken. Nicht anfassen. Du mich auch. Hey. Im Fenster bleiben. Hm? Donnerbalken und Fliegenmist. Lass mich in Ruhe, du Balk. Mein Kleeblatt kriegst du nicht. Welches Kleeblatt? Gemeiner Dieb. So, hau halt ab. Hm. Es sieht aus wie... Es riecht wie Holz. Ich glaube... Ja, ich glaube, das Haus ist aus Holz. Hier echt hübsch. So, Igelbrüder sehen irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich habe euer Werkzeug. Super. Aber... Solange der Grünhut hier noch rumläuft, bin ich viel zu nervös, das Boot fertig zu bauen. Ich auch. Bitte mach, dass er weggeht. Vielleicht war das jetzt der Trigger, dass ich richtig mit denen interagieren kann. Vielleicht. Hm. Jetzt vielleicht Nein. mit dem Kaffee? Nein. Okay. Ich weiß nicht, warum sich das schon letzte Woche, gestern nicht schon aktualisiert hatte. So, mein Sprachbehinderung. Ich bin gerade echt ein bisschen ratlos. Aber hier ist auch nichts Neues, ne? Nur weite, schöne Felder. Ich bleibe Felder. Besser auf den ausgeschilderten Wegen. In den Feldern würde ich mich hoffnungslos verlaufen. Jo, Trunkenbold. Die Sonne hat die Felder ganz schön... Ein kurzer Schauer würde denen sicher gut tun. Wie gesagt, Regentanz, ne? Vielleicht kriege ich irgendwas von Plato. Ja, ich habe jetzt die Pakete ausgeliefert gehabt von ihm. Alle, oder? Ja. Vielleicht können wir jetzt mit ihm reden. Immer noch kein Glück mit dem Fahrrad? Ehrlich gesagt, glaube ich, das ist sogar noch schlimmer geworden. Ich habe richtig Halsschmerzen. Richtig kalt hier. Deinen Feuerzauber könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Ich habe doch keinen Feuerzauber. Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, hm? Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Das bringt mir aber nichts. Wenn ich die Pakete heute nicht austrage, habe ich bald keinen Job mehr. Aber ich habe sie schon ausgetragen. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Ich habe sie doch ausgetragen.